So, mein Mann, da bin ich wieder. Jetzt hat das Rathaus hat sich einiges getan. Kaserne ist tatsächlich jetzt fertig. Hier ist ein Tor. Auch für den Mod. Zielscheiben bleiben. Hier sind überall so Dächer hinzugekommen. Die Türme. Wahrscheinlich kann man dann da oben den neuen Tower placen. Und drücken. Das werde ich dann wahrscheinlich auch bald machen. Weil jetzt hier noch ein Charakter raus. Brunnen ist hier. Dann hat man hier ein Kelle. Ja, hier ist der Tunnel, genau. Und ja, muss ich dann gleich mal gucken, wenn der Hilfe gewählt wird. Und hier ist irgendwie nichts. Hier die Claire, die arbeitet. Hat nicht. So, Gebäude errichten. Zack. Gut. Das hier wird errichtet dann. Das war's halt, wenn wir auch was machen mit dem ersten Part. Halt, voll Gebäude. Ja, genau. Da sind wir natürlich. Halt, wenn wir so einfach was fertig ist, dann. Gut. Ciao. So. Also. Die Kaserne hier. Und der ist da. Fertig. Das ist nichts Neues. Und auch wieder ist alles. Hab da jetzt vorhin da hinten noch so ein Wachturm an Wasser geplaced. Allerdings habe ich jetzt wieder keinen Wohnraum. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich ein neues Wohnhaus hier bauen. Direkt daneben. Weil hier dazu vielleicht so eine Wohnreihe zeigt. Das wird aber auch drin, das ist mir klar. Das hat aber leider kein Bett. Ja. Das heißt, dafür braucht man dann jemanden, der ein Bild in so einem Wort kommt. Genau. Ach ja, eine Sache müssen wir machen. Da hinten bei der Kaserne kann ich jetzt halt Spionen anhängen. Keine Ahnung, was die bringen. Hilfe. Alle Spionen an. 5. Wenn er als Überschatz kannst du Spionen einstellen, um die freundlichen Kinder zu nehmen. Und verraten die dann. Okay. Was ist hier getroffen? Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Du musst ja jetzt auf den nächsten Überfall automatisch ankommen. Aber ich denke mal, vielleicht ist der erste Überfall noch mal so schlimm, so ein Bild. Ja. Noch ist es der hier mit. Wir brauchen der mal. Warnbüro, das hat er schon gemacht. Im letzten Zug. Naja, ich brauche jetzt hier Wohnhaus und das hier für mich. Danach. Vielleicht. Danach also noch. Aktuell keine Ahnung. Was da Sinn macht. Bleibt Wohnhaus-Level. Ja. Ja, dann bist du dran. So, inzwischen ist jetzt auch das Rathaus hier fertig. Hier ist so ein kleiner Tower. Ja. Dann gibt es hier das Rathaus in sich.
Dylan hat sich schon einiges getan, wie man hier sieht. Nächster Wartungstisch. Geht's hier um das Apartment. Ich glaube, das ist sogar noch das, ich hier wohne. Deswegen, ich in naher Zukunft werde ich hier mal einziehen dann. Ja, genau. Aber davor würde ich das vielleicht auf Level 3 noch upgraden, weil ich würde so als Ziel setzen, dass wir alle Gebäude auf Level 3 hochziehen. Das letzte Level ist 50. Oh, so. Also S-Bereich. Level 5 ist zwar das Max-Level, aber es ist ein bisschen zu viel halt. 3 oder Level 4. Ich weiß es nicht. Also das Wohnhaus ist jetzt übrigens auch für dich. Ja, das können wir ja schon von da. Ich glaube, das ziehe ich dann auch relativ schnell hoch. Level 2 auf jeden Fall. Überhaupt schon. Der Wohnen wir eigentlich. Na gut, ich create dann jetzt, glaube ich, auch nochmal. Was upgrade ich ab? Kann ich hier die Wachtürme upgraden? Ja. Ich glaube, die Quali hat keine. Ja. Warte, hübsche. Ups. Ja, genau da. Aufwärmen. Wenn ich den Turm immer ab. Na gut, wenn du das fertig ist, wie es üblich immer. Dann bin ich wieder da. So. Also wird der Turmschutz fertig. Das sieht schon fast aus wie so ein Mittelalterturm. Der hat jetzt noch ein Bett mehr, das heißt, ich kann noch eine Wache nehmen. Sechs Leute können wir hier reinbauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier nochmal irgendwann ein Turm dazu kommt. Level 4. Vielleicht macht es tatsächlich doch Sinn, aber oder 4 zu bringen. Naja, egal. Ich habe eine Idee. Ich würde sagen, ich mache jetzt hinten mal diese Bar und die Power jetzt extrem hoch. Level 4 oder Level 5, das Level 4 erstmal. Dass wir alles erbauen können. Aufwerten. Genau, gucken wir mal, was der Power will. Ja, hier bin noch so ein Komposter, weil der wollte jetzt haben. Work, work. Mit einzuhalten. Wie ich ihn doch. Der dann hier einen Stein bekommen. Ich hatte schon angefangen, hier ein bisschen zu hacken. Das ist schön. Sehr schön. Naja, gut. Dann sind beide so Gebäude jetzt ein bisschen hoch und dann ist hier wieder etwas Tolles passiert. So. Also. Das heißt, hier ist jetzt fertig. Ich würde aber direkt das nächste Upgrade machen, weil Level 3, weil mit eher Villager Platz ist immer gut wegen Falten. Ups, braucht schon ein Aufwärmen. Ah, scheiße, seine Bau wird das nicht Level 3. Okay, gut, dann habe ich hier übrigens so einen Weg gebaut. Dann mache ich das Ding hier Level 2. Muss es? Ja. Auktion. Roboter. Aufwerten.
Danach bauen wir Seile bauen drauf. Drei. Hinten. Da ist ein bisschen was, glaube ich, passiert. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Genau. Und eine Sache würde ich jetzt gerne umstellen. Und zwar hier. Ein Rathaus. Einstellungen. Ist es denn, dass die Leute sich da vermehren? Ah ja, an. An. Perfekt. Okay, gut, das wollte ich jetzt noch einstellen, dann ziehen wir es gleich wieder. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, jetzt hier das alles umzuräumen in das Castle. Genau. Ich hatte den ganzen Kuchen von dieser einen, die ich mal anheuern wollte. Das ist unglaublich. Naja. Hier erstmal Respawn Point setzen. Ein bisschen auskacken. Ist geil, dass wir oben relativ viel zu tun haben. Naja. Dann nehmen wir Werkbank mit. Und Öfen. Und die Kiste kann ich auch mitnehmen. Lagerfeuer würde ich erstmal da lassen. Glaube ich, das ist. Nächste Folge geht es dann sofort los mit dem hier. Und schauen wir mal das hier. Und ich werde das Lagerhaus noch hoch versetzen, weil es ja ein bisschen im Boden hängt. Damit schaue ich. Joint gerne meinem Discord-Server. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und gut. Damit. Ciao.